So. Und damit jetzt herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Dragon's Dogma 2 hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir sind gerade noch dabei gewesen, haben jetzt dem Opa Bescheid gesagt, dass der Enkel da tot ist. Ja, können wir nichts machen. Und jetzt wollen wir noch schnell die Jadis-Fähre machen und dann würde ich zurück in die Hauptstadt gehen. Weil wir sind, glaube ich, noch nicht bei Hauptquest fertig. Nee, uns fehlt eine Quest, die heißt Festmahl der Täuschung. Und da kriegen wir einen Passagierschein für Portal. Oder wir müssen halt unten durch die Kanalisation gehen, aber ich würde schon gerne den Passagierschein benutzen, ehrlich gesagt. Jetzt müssen wir aber erstmal die Jadis-Fähre finden. Oh, zeitweilig ist dunkel geworden gerade. Ihr könnt eigentlich mal hier warten, Freunde. Eigentlich ja, ne? Wir lassen die mal hier stehen. Hier finden wir sie wieder. Oder wir bringen sie runter. Ah ja, unser Geld. Ah, danke, dass du sagst, ja. Was können wir ohne? Need anything? Ich hatte extra geguckt eben, ob es irgendwelche Nachteile gibt, wenn wir den finden oder nicht finden. Und ich habe nichts gefunden. Also wir hätten mehr Gold gekriegt und wir hätten Rabatt beim Händler gekriegt. Aber sonst gibt es keinen Nachteil. Irgendwie. So, Anordnung, höchstes Gewicht zuerst. Das ist dieser Stab. Der geht mir auf den Stab. Ich glaube, wir werden das lieber mal wegbringen, das Zeug. Und wir brauchen unbedingt eine Reiseausrüstung. Hast du sowas, Freund? Oh, ein Reisestein. Kostet 10.000 einer. Hier. Das ist doch hier so eine Ausrüstung, so eine alltägliche müsste doch reichen, oder? Ich kaufe mal eine. Ist immer sehr schwer. Die gebe ich aber mal, Sarah gebe ich die mal. Gegenstände. Geben. Sarah. So, damit ihr uns das nicht kaputt macht. So, und jetzt reden wir noch schnell zum... I'm afraid I'm unfamiliar with the matter at hand. Perhaps we should have a more knowledgeable pawn join our party. Da ist so ein... Wir müssen zu so einem Hotel, müssen wir. Taverne, was weiß ich. Nein. Aua. Geil, Lampenöl ist alle. Jetzt bin ich hier irgendwie runtergerutscht. Mal gucken, wie wir wieder hochkommen. So, ich lasse die mal hier stehen. Halt. Okay, den Rest mache ich. Ich suche nur schnell den Dings auf. Die Taverne, das ist hier, oder? Ja. Greetings, sir. And welcome to the Sword and Staff. Ah. We see a great many customers given our location. So you'll have to forgive us if the ale runs dry. Nee, das ist eine reine Taverne. Wir brauchen was zum Schlafen. Ach, da oben. I reckon your road's been a long one. No use hiding it. I've seen my share. Trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, ja, you'll find. Einlagern. So, ich muss mal ein bisschen was einlagern. Wir können auch schnell mal ein bisschen was herstellen. Die Folge hat ja gerade angefangen. Wir haben also ein paar Minuten Zeit. Wir können ja mal einfach mal Rezept benutzen. Ölpfeil, nö. Echsenschwanz. Was ist das? Fruchtwein. Was können wir da draus herstellen? Weichmacherelixier. Okay. Arzneitrank. 9 Stück. Finde ich gut. Entgiftender Sud. Können wir auch herstellen. Alarmöl. Das ist gut. Haben wir nämlich keins mehr.
Trockenobst. Weiß ich nicht. Können wir alles nicht mehr herstellen. Aber wir können noch hier Hackfleisch-Dinger kann ich noch herstellen. Was kostet das? Ach, Dörrfleisch. Wir könnten die Pfeile herstellen, die könnten wir Dings geben, dem der Rose. Weiß ich nicht. Edle getrocknete Knolle. Ich weiß nicht. Lassen wir uns mal hier. Experimente machen wir jetzt nicht. Einlagern. Das Fleisch nehme ich mal mit wegen Kochen. Nee, das lasse ich bald ich auch mal. Das bald ich. Die Bücher erwachende Lebenskraft. Die Frage, die kommen wir einlagern, die Teile. Schwarzer Kristall lagere ich auch mal ein. Oh, Blumenstrauß. Denk mal, wenn wir einen dabei haben, reicht das. Gefalterter Brief. Suchermedaillons, die nehme ich auch mit. Harpchen, irgendwas. Die Klamotten würde ich gerne mal dabei behalten, weil kann sein, dass wir da nochmal hin müssen mit dem Dings, ne? Ist halt die Frage, gell? Immer noch 22 Kilo. Eieiei, der Stab, der muss weg. Das kann. Das kann auch. Das ist schon besser, aber ist immer noch nicht gut. Sortieren nach Gewicht höchste. Alles die Klamotten halt doppelt dabei, ne? Das ist halt ein bisschen doof. Aber ich glaube, wir müssen höchstens nochmal zu dem. Wir können es ja dann wieder rausholen, wenn wirklich. Pack die erstmal weg, die Klamotten, die wir jetzt nicht tragen. Und wir können die ja jederzeit wieder aus dem Versteck rausholen. Getrocknete Blume. Zeug wiegt nichts. Der Lazarus-Splitter wiegt auch nichts. Im Endeffekt wiegt alles nichts, aber halt doch irgendwo, ne? So, ich denke mal, aber so können wir auf jeden Fall wieder uns bewegen. Pennen müssen wir eigentlich nicht, oder? Oder wollte ich jetzt pennen? Really now. You mustn't shirk your duty. Lest you forget, 'tis the Arisen we serve here. I'm well aware of that, thank you. Die sind am Meckern. So, das haben wir gemacht. Wir können ja mal schnell pennen, ist doch egal. Reckon your road's been a long one. No use hiding it. I've seen my share of trade towns can make you right sick of crowds, but here. Einmal rasten bis zum Morgen, bitte. How I've longed to embrace. Wir gehen dann gleich wieder in die Hauptstadt zurück. Wir wollen jetzt noch kurz Off we go then. Ready to forge on. Weißt du, der wurde gestohlen, der Jade-Kristall hat ja allerdings erzählt, dass er gestohlen wurde. Und es gibt hier wohl einen Laden, der ein bisschen versteckt liegt und der hat ihn gestohlen. If our destination is a distant one, travel by oxcart might be worth considering. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. Ibrahims Kuriositätenladen und da liegt da der Kristall. Da seht ihr schon. Hallo, Ibrahim. Welcome, sir. Contrary to the name, this little shop of mine deals in naught but the finest treasures. Ist klar. So, du hast geklaut, Kollege. Then buy something and see the truth for yourself. Eine Fälschung in Auftrag. Hier kann man Fälschungen in Auftrag geben. Besonderen Fund anzeigen. Geht nicht. Kaufen. Diese Maske, die werden wir auf jeden Fall brauchen dann irgendwann. Und hier ist diese Jadesphäre. Eine wunderschöne geschliffene schillernde Juwel, so wertvoll, dass es das Lösegeld für einen Adligen taugen würde. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well.
Also wir könnten jetzt diesen Jade-Kristall könntest du jetzt fälschen lassen und kannst den die Fälschung zurückgeben, habe ich gelesen. Ist aber für das, was wir vorhaben, sinnlos. Weil der würde das rauskriegen. Also das mache ich jetzt an der Stelle nicht. Das dauert dann auch 2 Tage und kostet Geld. Fälschung abbrechen, ja. Wir wollen's, ich würde es gerne dem Kuriositätenladen. Im Kuriositätenladen können Fälschungen angefertigt werden. Bringe einfach den Gegenstand mit, von dem du ein Duplikat willst. Zahle die Gebühr und warte ein paar Tage, damit der Händler seinen Auftrag fertigstellen kann. Die Fälschung wird zwar identisch aussehen, aber nicht notwendigerweise die Funktion des echten Gegenstands teilen. Hin und wieder hat der Kuriositätenladen eine Auswahl an besonderen Funden, die zum Verkauf stehen. Falls du einen Gegenstand gibt, den du verloren oder weggeworfen hast, nun aber zurückhaben willst, verliere nicht den Mut, denn es besteht die Chance, dass er seinen Weg hierher gefunden hat. Auf die Regale des Kuriositätenladens. The Jadeite Orb is safely in hand. Ja. So, und wir geben das jetzt an den zurück. Wir haben ja 2 Typen, hatten wir ja, die wir zurückgeben können. Einmal dem Händler, dem das Original gehört. Oder einmal dem, da ist eine Ratte. Dem Typen, der es verloren hatte, dem sie gestohlen wurde. Und ich würde es jetzt dem Typ zurückgeben, dem sie gestohlen wurde. Did you manage to retrieve the Jadeite Orb? Nein. Very well. Pray continue your search. May it? Ja, halt's Maul. Zu dem können wir es zurückgeben, aber der hat den. Das ist nicht so gut. Wohl. Weiß ich nicht. Habe ich keinen Weg dafür gefunden. Ob das gut ist oder schlecht. Ich würde es dem zurückgeben, der uns zuerst die Quest gegeben hat. Ich will nicht, dass dem irgendwas passiert von dieser Halbmafia da. Hey. There you are! Pray, tell me. Have you found the Jadeite Orb? Ja. Ihr echter Stein. Oh, thank you, thank you. Now my freedom is assured. Pray, take this. I know it isn't much, but I've naught else to offer. Right, I'd best get going. Sir, though we may ne'er meet again, know that I shall remember this kindness as long as I live. Farewell. Okay. Nice. I hope Sir Offalv shall lead a life free of cares, now that we have released him from his shackles. Genau so ist es. Das war nämlich meine Intention dahinter. Ja, scheiß auf das bisschen Geld. Wir haben genug Kohle, wir werden auch genug Kohle machen. Und das weiß ich nicht. Das war einfach die richtige Entscheidung jetzt. Wir hätten dann noch das Ding fälschen können, wie gesagt. Wir hätten dem Typ die Fälschung geben können, der hätte es aber wohl rausgekriegt. Wir hätten dem anderen Typ die Fälschung rausgegeben können, der hätte es nicht rausgekriegt. Aber dann wäre der nicht freigekommen hier. Und das war der einzige Weg, den frei zu bekommen. Das war jetzt, wenn wir den die echten Steine geben und dann gab es für mich persönlich da keinen anderen Weg, wie dem den echten Stein zu geben. Und das Fälschen können wir dann anders mal ausprobieren. Ich glaube auch nicht, dass wir das für viel benutzen werden, keine Ahnung. So, ich habe jetzt hier noch eine Markierung. Mal gucken, wo die, was die beauftragt. Achso, jetzt muss ich nochmal zu dem Typen, muss dem sagen, fick dich. Wo hast du? Kann man das sagen? Bei YouTube? Ich weiß nicht. Ey, du. So, how goes it? Did you manage to retrieve the Jadeite Orb? I see. That is most disappointing. Tis clear I ought not to have placed my faith in you. No matter. Your failure has cost me but little. I shall simply choose my associates more wisely next time. Oh. Farewell, Arisen. May our paths ne'er cross again. Oh. So, abgeschlossen. With this, Sir Offulf can buy his freedom. But part of me is shamed for the disservice we have done Sir Everard. Wir hätten das Ding vielleicht fälschen sollen, dem die Fälschung geben. Scheiße. Das war doch dumm jetzt. Wir hätten dem die Fälschung anfertigen lassen sollen. Hätten dem das Original gegeben und dem die Fälschung. Weil der kriegt das nicht raus wohl. Scheiße, kann ich nochmal laden?
Wieso ich hier, warum ich nicht laden kann? Ich verstehe das nicht, echt. Fuck. Naja, gut. Fehler gemacht. Kann ich es auch nicht ändern jetzt. Aber so wäre es richtig gewesen. Glaube ich. Wozu speichern, wenn du nicht laden kannst? Es ist echt... Nee, ich need gar nichts. Ich will mal eine Sache ausprobieren, schnell. So nix. Das funktioniert leider so nicht. Für euch einen kleinen Schnitt bei YouTube. Ich habe versucht zu laden nochmal, aber es hat nicht funktioniert. Weiß nicht, das ist halt, wir müssen diesen Passwort, diesen Safe Game Manager mal installieren. Den gibt es bei Nexus. Vielleicht kann man dann irgendwie da was machen. Ich weiß nicht, aber im Moment ist es echt schwierig, da irgendwie was zu laden. Naja, gut, dann ist es so. Wir gehen jetzt im Ochsenkarren runter und reisen zurück in die Hauptstadt. Auf jeden Fall haben wir den einen befreit. Aber wir haben, hätten vielleicht von dem noch mehr Questen gekriegt jetzt. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. One hopes these carts offer comfort commens. This ox cart's bound for Vernworth. That's good. I'll not take you anywhere till I've had my due. Dann nehme ich einmal bitte eine Fahrt. Vier Fahrten einfach, ein vier einfacher bitte. Ohne Rückfahrt. Got some business with me, do you? Nee, will nichts von dir. Hau ab. Sieht's. So, einnicken. So, dann geht's zurück. In die Hauptstadt. In die Hauptstadt der Hauptstädte. Scheiße, das nervt mich. Haben wir heute zwei Questen kaputt gemacht. Also nicht, wir haben zwei Questen haben wir und nicht mit Ruhm bekleckert. Sah aus wie ein Schiff, der Stein da unten. Guck mal, die arme Sarah und Rose, die müssen laufen. Sehr lustig. Eine Reise mit dem Ochskarren kann eine schöne Reise sein. So, den Rest können wir laufen, glaube ich. Danke fürs Mitnehmen. 200 Gold, das wieder gekostet. So. Wir werden das mal ganz kurz anhalten und dann werde ich erstmal ganz kurz hier die ganzen Markierungen hier löschen. Das ist ja das allerletzte. Wenn es denn geht, ausgesetzt. Hm. Es wird wahrscheinlich irgendwie gehen, aber ich weiß auf jeden Fall nicht wie. So, wir gehen... Was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall nicht nach... Wir müssen erstmal die Hauptquest so lange machen, dass wir nach Bartal auch hinkommen überhaupt. Das heißt, wir müssen uns erstmal irgendwie Hauptquest wieder abholen. Wir haben gar keine mehr, glaube ich, keine Hauptquest. Wir könnten den Stab da mal hinbringen. Heiliger des Abendviertels. Könnten noch mal mit Dings reden, mit dem unserem Kumpel Brand. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Stimmt. Hast du recht, Rose. Effizienz ist nicht der einzige Faktor. Schon gar nicht bei Roleplay Games. Was ist mit ihm? Overpressed. No man is like to hand her his own wife, eh? The Watchhead refused, and rightly so. But his lordship doesn't take no for an answer. Okay. He employed his usual method, which is to say, he dispatched the Watchhead on a mission to slay a Dullahan. Poor old Gregor departed last night. I'm sorry to say it, but he shan't be returning alive. That's the sort of man that noble is, you see. Naught noble about him, if you ask me. Okay. Das war's. That tyrannical Sir Ludov thinks he can do whatever he likes. And, well, mayhap he's right. He had the Watchhead himself sent up.
Können wir so mit dem Wachleiter mal sprechen, glaube ich. War das nicht? Das ist doch der Brand, oder nicht? I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace, discussing a curious rumor. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known. Okay. What do you want? Bastion. Ich weiß nicht. 1000 Anwesen. Ich weiß nicht, was ich hier überhaupt mache, ehrlich gesagt, gerade. Schleich mich hier rum. Das ist doch Salvatore hier, oder? Ja, das ist Salvatore. Da oben ist der Palast, also dementsprechend, da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht hin. Ja, nimm das mit. Gönn dir das. Totenkammer und Leichenhäuser. Wenn ein Zivilist stirbt, wird sein Körper innerhalb weniger Tage nach seinem Tod zu einer Leichenhalle gebracht. Ob die Leiche zu Bartals Totenkammer oder Vermons Leichenhalle gebracht wird, hängt davon ab, wo sie gefunden wurde. Der Erwecker kann die Toten mit einem Lazarusstein wiederbeleben, solange er Zugang zu der Leiche hat. Oh, ist ja geil. Das heißt, wir können den Jungen wiederbeleben. May the heavens look. 'Tis here that the bodies of those who fall in Vermond are first kept and tended to. I beg you to conduct yourself with care and with a reverence befitting of one who walks among the dead. Körper suchen? Hollis. Männlich. Nee. Wir müssen aus ein paar Tagen nochmal gucken. Alles klar, abbrechen. Nein, 5000. Arschloch. Wucher. Aber vielleicht können wir so den Dings wiederbeleben, meine Güte. Wie gut ist das denn? Den Sohn, ich habe den Namen vergessen. Achso, Rog hieß der, genau. In ein paar Tagen. Müssen wir nochmal probieren. Leichenhalle, check. Das ist ja nice. Was alles geht hier bei dem Spiel, das ist echt krass. Oh, ein Sucherstein. Den nehme ich. Ich glaube, für die Steine kann man sich auch einen Lazarusstein holen. Ah, now here's a surprise. At least all our efforts weren't for naught. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Yo. Rosie. Will ihren eigenen Meister Bescheid sagen? Darüber? Die Frage, ob es gedoppelt ist oder so lange, wenn ich die hier benutze, weiß nicht, ob der dann die dann benutzen kann, aber ich glaube schon. Weil sonst könnten wir wahrscheinlich auch Sela nicht benutzen. Hier ist die Wahrsagerin. Wollen wir zu der gehen? This ladder looks sturdy enough to climb. After you arisen. After you arisen. Greetings. You seek guidance, do you not? You have lost sight of your path. You need only make a worthy offering in exchange. I have seen your path. May these words guide you true. Verschafft euch Gehör bei Elena und ihr sollt eine neue Aufgabe erhalten. Aha. You've my gratitude. Tis lovely to see you. Danke. Wer ist denn Elena gewesen? Mist. Wer war denn jetzt Elena? Oh, Sir, if you please. Ja, wir haben eh gerade nichts zu tun. Excuse my boldness, Sir. I am but a humble maid in service to a noble household. Okay. Might I beg a moment of your time? My master is in need of aid, you see, and I'm hoping you'll consider offering your assistance. Ja, natürlich. Oh, thank you, Sir. You cannot imagine my relief. Might we continue this conversation somewhere more discreet? The matter it concerns is rather sensitive, and I would not risk being overheard. You will find my master's manor in the noble quarter. Pray, meet me there at your earliest convenience. Okay. Ja, dann machen wir das, würde ich sagen, oder?
Adelsviertel. Ich kann mal die Aufträge anschauen. Ach, das ist Elena. Guck, gib Elena die medizinischen Zutaten. Für eine neue, ach so, na Gott. Ja, Suri. Ja, gut, ja, weiß ich nicht. Okay. Danke, Wahrsagerin. Die hat nur meinen Questlog geguckt. Das hätte ich auch geschafft. So, und die ist im Adelsviertel. Hm. Geh mir aus dem Weg. Komischer Soldaten-Putzi. So. Treat your ears to a tale by a master storyteller. Jo. Hi, got some coin to spare your humble storyteller? Na klar. Much jo. Appreciated. Ach, dachte ich kriege jetzt eine Geschichte zu hören. T'was well told and all, but not particularly exciting, eh? I mean, it's the sort of thing you hear bandied about the tavern every other night, isn't it? I'd heard tell of a beggar doing well for himself, so I came out here to learn his ways. Haven't learned much, that's for sure. And by the look of it, he doesn't appear to be making much for his efforts, neither. So where's all his coin coming from, then? Makes a man wonder, it does. Okay. Geschichte eines Bettlers. Behalte den Bettler im Auge. And should my story entertain you? Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall... Sollen wir das jetzt machen, oder? Aufträge? Geschichte eines Bettlers. Beobachte den Bettler, wie er seinen Alltag verbringt. Und versuche herauszufinden, wie er sein Geld verdient. Besuche das Anwesen. Diana hat dich darum gebeten. Das machen wir jetzt zuerst. Scheiß auf den Bettler, der ist da noch, nachher auch noch da. Hell of a serpent with powers most fair. At once, Master. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soul. Du laufst im Kreis, wie so angestorrenes Huhn. Who are you there? Your presence is requested at the tavern this evening. Heute Abend wird euer Anwesen in der Taverne verlangt. Who's the one requesting? Wer das verlangt? Ich habe mich gefragt. The fellow said aught about the usual place. Alles klar. Brent. Bestimmt. Okay. Danke. Will nothing exciting ever happen here? Nix, genau. Nix passiert. Mir passiert nichts, ne? Krass. Denke auch. Aber egal, wir machen jetzt aus das mit dem. Überall Ausrufezeichen. They say the Sovereign was bathed in the dragon's fell flame, such that his countenance was burned beyond recognition. And yet he draws breath. What surer sign could there be that he is our ruler true? I do hope his majesty shall recover soon. Mayhap he'll walk among the people, that we might thank him for his deeds. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Aber wo wir genau hin müssen, das erzähle ich euch leider aus beim nächsten Mal. Wir haben ein bisschen was geschafft heute und ja, in der nächsten Folge werden wir dann wahrscheinlich noch mehr Questen schaffen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bleibt erweckt.